So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ihr seht es vielleicht schon, ihr kennt es vielleicht schon. Und zwar habe ich mir Hogwarts Legacy gekauft. Ich muss nur kurz noch meine Facecam an eine andere Ecke schieben, damit ihr die ganzen Charakter sehen könnt. Und dann würde ich sagen, geht's los. So, jetzt können wir weiter anmachen, beziehungsweise jetzt können wir richtig anfangen. Ich hoffe, euch gefällt es, wenigstens ein paar von euch. Ich mache mein Headset mal leiser, so. Ich würde sagen, wir spielen auch einen Jungen. Okay, es gibt sehr krass viel Auswahl. Ich kenne schon etwas von dem Game, muss ich ehrlich sagen. Einiges an Story leider schon. Ich habe ein bisschen zu viel bei Allotrix reingeguckt. Aber den Anfang, das erste Video habe ich nicht geguckt, habe beim zweiten Video erst angefangen. Das heißt, wie jetzt jeder Anfang ist, kein Plan. Das ist für mich dann komplett neu. Aber ich würde sagen, wir nehmen... Gute Frage, ne? Ich glaube, wir nehmen ihn. Was ist das jetzt? Bart, oder was? Ah, nee, Gesichtsform. Okay, das sieht irgendwie weird aus. Ich lasse es mal so. Wir machen direkt mal eine Brille ran. Sehen wir direkt mehr nach so einem Zauberschüler aus, finde ich. Haare. Nee. Aber dann noch so. nee. Ich nehme dann, was hatten wir gerade? Das hier? Ja. Ich nehme das hier. Ja, das ist gut. Was ist das hier? Lass ich mal weg. Wir sind mal gesund unterwegs. Nur so ein bisschen. Ein klein wenig. Augenbrauenform. Passt so eigentlich schon. Ja, nee, machen wir so. Ja, genau. Stimme 2, Stimme 1. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ich muss Stimme 1 nehmen. Sollen wir auf schwer spielen? Komm. Wir nehmen mal schwer. Vorname. Okay. Ich mache jetzt auch einfach mal den Allotrix nach mit seinem Nachnamen und zwar einfach Potter nehmen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Oha. Ich kann auch noch auswählen. Hexe oder Zauberer. Wir bleiben bei Zauberer. Alles gut. Und dann beginne deine Reise. Aha. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir legen los. Sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fee. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen.
Okay, ich habe kurz gedacht, das wäre ein Bug, dass die Pferde nicht geladen haben. Da war schon jemand, Digga. Hey! War gerade ein Leck. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen nicht was... Festhalten! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn?
eine Kutsche im Flug angreifen. Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Ja, okay. Warum bin ich jetzt so markiert? Soll das so? Ja, okay. Es sollte so. Jo. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Okay. Schön aufpassen. Ich bin jetzt wahrscheinlich am Anfang immer so markiert. Ich glaube, das ist normal. Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie. Oder ich habe irgendwas eingestellt, aber ich glaube nicht. Alte Magie? Oder? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Ich weiß nicht, ob da irgendwas eingestellt ist, wenn es gleich immer noch ist. Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwie was... das lädt aber lang. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwas eingestellt ist, was eigentlich nicht eingestellt sein sollte. Oder ob das am Anfang normal ist, das weiß ich nicht. Da, keine Ahnung, da hab ich... Ich hab mir halt, wie gesagt, im Anfang nicht angeguckt. Da bitte drauf. Ich weiß es gerade nicht. Mal gucken. Kann auch sein, dass es einfach so eine Art Tutorial ist es ja jetzt, ist und nachher, wenn dieses hier rum ist, das nicht mehr so schlimm ist. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Was, Sir? Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Ja, okay. Nimm es so hin. Holpriger als erwartet. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwas einstellen, ey. Hier hoch jetzt? Ja. Ah, da oben. Aber das habe ich ja schon selbst gesehen. Okay. Darüber? Gut. Nicht mehr weit. Gleich davon. Ah,
Ah ne, es ist eine Cutscene, deswegen ist es weggegangen. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Ich muss sagen, dieser Reparo-Dingsbums ist schon. Dieser Reparo-Zauber ist schon cool. Es triggert mich nur, dass das hier irgendwie so eingestellt ist. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Leute, ich guck mal kurz, ob das so sein soll oder nicht. Okay, ich habe gerade eigentlich nichts umgestellt, muss ich ehrlich sagen. Doch, ich habe Performance und sowas umgestellt, aber... Egal, keine Ahnung. Ja, schön, okay. Verstanden. Aber es scheint jetzt wohl auch weg zu sein. Besser ist es. Okay. Okay, wo müssen wir hin? Aber wir müssen hier was machen. Untersuchen. Es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Okay, dann erkunden wir so dann mal. Okay, so funktioniert das schon mal. Lass mich mal kurz gucken. Können wir hier irgendwo hochklettern? Ah, hier. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Hier kommt man dahin. Aha. Okay, das ist schon mal geil. Das funktioniert schon mal sehr gut mit dem Zauber hier. Also ich muss echt das Game loben. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Bevor ich ja weitermache. Ich bin kein Harry Potter Fan, also ich gucke kein Harry Potter. Aber das Game sieht halt wirklich geil aus und bis jetzt macht es auch Spaß. Deswegen, ich spiele es nicht wegen Harry Potter oder so. Mein Gott. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Okay, wecke den Kobold auf. Gehen wir mal hier hin. Hallo? Ich hatte einen kurzen Leck in der Aufnahme, es tut mir leid. Da hat das Game geleckt und dann hat OBS auch kurz ein paar Ruckler gehabt. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich.
hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Oha. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Sehr interessant. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von ihm. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, geht es anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Der ist schon krank. Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Ist schon krank. Allein diese Szene ist schon krank gemacht, muss ich ehrlich sagen. Mit diesem Zug. Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Aha. Ja, okay, die Markierung ist jetzt weg. Ja. Wann wurde dieses Verlies okay, zuletzt keine Ahnung, warum wir die Markierung hatten. Jahrhundertelang war vielleicht ein Bug? Kobold an meinem Tisch stationiert. Maybe. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Nein, das kommt jetzt daraus. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Oder was auch immer wir jetzt finden. Okay. Gehen wir mal rein. Oh, wir können noch rennen. Wunderbar. Ah. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Ah, wir kriegen den jetzt. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Oder wir kriegen ihn noch nicht. Zauberstab bereithalten. Oh Gott. Okay. Boah. Okay. Okay, ich weiß schon mal, wieso die... Okay, gut. Revelio. Da. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Hm.
eine Tür. Aha. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Okay. Jetzt sind wir in irgendeiner Hülle. Er benutzt Lumos, damit wir was sehen. Mal gucken, was wir jetzt hier so finden. Ich habe keinen Plan. Wie gesagt, also jetzt hier den Anfang weiß ich gar nichts. Das ist für da mich... Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. So, da muss ich schon hin. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Ja, das sieht anders aus. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Ja, sie wird immer auch markiert. Ja. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Jetzt kriegen wir Lumos. Alles klar. Na, oh. Nein. Okay. Beinahe hätte es direkt verkackt. Du hast das Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinen Zauberset zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze deines Stabes aufleuchten, damit du... Ja, okay, das haben wir ja gesehen, ne? Lumos. So, mit 1... Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Oh, ist das gut oder schlecht? Ich glaube, es ist schlecht. Die greifen uns jetzt alle an, ne? Protego! Actio! Essendo! Levioso! Impulso! Achso. Nein! Das ist dumm. Nein! Ah, scheiße. Meine Fresse. Kommen Sie! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, so hier. Ja, okay, so mir wird's angezeigt. Ich muss hier entlang. Ich dachte gerade, das wäre ein Bug gewesen, weißt du, dass ich nicht mitgenommen wurde, aber nein. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder.
Oh oh. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Das ist schlecht. Ach, jetzt muss ich wieder Lumos anmachen. Jetzt muss ich alleine gegen die kämpfen. Mit zwei Tränken. Aua. Weil ich schon eingenommen habe. Miese Zeiten. Ah, natürlich kann ich den nicht angreifen. Ich muss doch nur das Licht anhaben. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ach so! So, und dennoch, ja, oder was? Haben wir es dann? Vielleicht muss jede gleichzeitig. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt könnt ihr alle drei machen. Nein, ich habe aus Versehen getrunken. Ich wollte gar nichts trinken. Okay. Ich wollte keinen Trank trinken, Digga. Das war gar nicht mal meine Absicht. Ja, genau. Q wollte ich drücken. Q wollte ich drücken. Sieh deine Ziele an, um den Weg nach vorne zu enthüllen. Würde gedrückt halten, um Konten A. Ah, scheiße, Digga. Ja. Oh oh. Oh mein Gott! Jetzt muss ich ihn nehmen. Alter, leck mich! Scheiße. Ah, fuck, Digga. Okay. Kacke, 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 kacke. Erneut Versuch. Eieieiei. Warte, fängt das jetzt von... Komplett von vorne an? Ah ne, ich habe trotzdem einen Drang noch. Ja, okay, ja, gut. Direkt drauf gehen, direkt drauf gehen. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Nein, ich hätte nicht. Meine Fresse, jetzt reicht's aber auch. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ha. Oh. Intensiv. Ja, ich sprinte da mal hin. Damit wir hier mit dem ersten Kapitel mal fertig werden, Digga. Ah.
Jetzt geht es schon wieder los. Ah, nee, doch nicht. Ach, Gott sei Dank. Wir müssen jetzt erstmal Professor Fähig finden, Digga. Okay. Aber jetzt kommt das erste Rätsel, oder was? Oh Gott. Doch nicht. Ach, oh, Gott sei Dank. Ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich machen muss. Ach, das ist so eine Erinnerung, glaube ich. Was alles so passiert ist. Oh mein Gott. Na, das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Ah, das ist der Raum. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen. Das war's mit ihm? Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter.
Oh ja! Da kommt Karma! Ich freue mich! Gerade zu Glück gehabt. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Na, Harry Potter Musik. Jetzt fängt es erst richtig an, Digga. Und ich nehme schon 43 Minuten auf. Krank, ich nehme schon 43 Minuten auf und jetzt beginnt erst das richtige Spiel. Das waren so nur so gerade Vorgeschichten. Jetzt beginnt erst der richtige Teil, Digga. Bruder, das ist schon krank. Ich meine, das Spiel geht ja auch 80 Stunden oder so insgesamt mit allen Aufgaben, wenn du die machst. Also es ist schon... ein langes Spiel, ja. Da bist du doch schon lange mit beschäftigt. Und deswegen habe ich es mir jetzt am Ende doch gekauft. Weil man hat doch von dem Preis was auf Steam steht, ne? 70 Euro hat das jetzt gekostet. Habe ich auch bezahlt. Ich muss sagen, jetzt wo ich mir überlege, die 70 Euro waren es doch schon irgendwie wert. Ich meine, du kannst ja halt 80 Stunden in dem Game verbringen. In was für ein Game kannst du sonst 80 Stunden verbringen? Also in vielen Games hast du vielleicht 3-4 Stunden Zockzeit oder so, dann ist dieses Game rum und dann kannst du es entweder neu anfangen oder halt da weiterspielen oder wiederholen, halt alles wiederholen, so weißt du? Wenn du das hier 80 Stunden lang zocken kannst, bis du es erst einmal durch hast. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun... ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich.
Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Okay, geiler Hut. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Ja. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Der sprechende Hut wird deine Entscheidungen berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Was ist denn bekannt für Gesicht... Digga, was ist denn jetzt los? Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Ja, nehme ich so an, ne? Errungenschaft, wunderbar. Meine erste für heute. Du gehörst nach Slytherin. Nein, es laggt. Warum laggt es jetzt? Warum laggt es jetzt? Ah, es hat sich beruhigt. Gott sei Dank. Keine Ahnung, warum es jetzt gerade geleckt hat. Hä? Was soll das denn jetzt? Jetzt und fängt's... eine Sache noch. Oh, Digga, leck aufgrund mich. Der unglücklichen nein! Letzten Finale du fixst meine ganze Aufnahme! Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, fliegen ich kann auch nicht pausieren. Nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Ich muss es überspringen. Oh. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler. Oh. Dürfte nicht einfach diese Lags. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich muss die Grafik mal runterstellen, glaube ich. Recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. OBS ist da jetzt nicht so... mag es nicht ganz so. Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Ich habe die Grafikeinstellung auf hoch, aber vielleicht soll ich irgendeine Aspiration. eine bestimmte Sache umstellen. Obwohl ich auf Ultra Performance eingestellt habe. Was eigentlich gut sehr ist. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ja. Jetzt reicht's doch mal. Mann, ich will doch nur in die Einstellungen rein. Danke. Jemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Ich guck jetzt mal in die Einstellungen. Ob ich irgendwas einstellen kann, was hier, naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit der ersten Tja, und aus irgendeinem Grund endet hier die Aufnahme. Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich bis zum Ende aufgenommen. Egal. Ich sag jetzt einfach hier... Das war's mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde sagen,
Wir hören uns und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!